Und wir kommen zu einem anderen Thema. Die Linksfraktion hat zwei Anträge eingereicht, in denen geht es um die Arbeitsbedingungen in der Pflege. Und da hören wir gleich rein, was Atış Güpinar dazu sagt. Es sind Bücher geschrieben worden. Das Schwarzbuch Krankenhaus ist erschienen. Menschen wie Ricardo Lange und Franziska Böhler haben die Skandale aufgeschrieben, unter welchen unmenschlichen Bedingungen sie arbeiten müssen. Die Gefühle der Pflegekräfte aufgezeichnet, was sie empfinden, wenn sie trotz ihrem übermenschlichen Einsatz abends nicht einschlafen können, weil sie die Fehler bei sich suchen. Und das sind noch nicht einmal alle Geschichten, sehr geehrte Damen und Herren. Letzte Woche die Streiks in den Unikliniken in NRW hatten gerade begonnen, lud eine Gruppe in Köln zu einem vertraulichen Gespräch ein, weil sie die schlimmsten Geschichten nicht in der Öffentlichkeit erzählen wollen. Liebe Pflegekräfte, es sind natürlich nicht eure Fehler. Es sind nicht die Fehler der Beschäftigten. Es ist das System, das hier in diesem Hohen Hause nicht nur zugelassen, sondern jahrelang erbaut und erschaffen wurde. Es sind die Verantwortlichen in den Regierungen, die alles längst wissen und zu lange nichts getan haben, sodass es zu solchen Zuständen kommen konnte, sehr geehrte Damen und Herren. Und das Absurde ist doch, es trifft neben den Beschäftigten die Schwächsten der Gesellschaft. Es trifft im wahrsten Sinne die Alten und Kranken, die Menschen in den Pflegeheimen und in den Krankenhäusern, weil das Gesundheitssystem so am Ende ist. Sie sterben, sie siechen vor sich hin, und das in einem der reichsten Länder der Welt. Daher heißt es nun endlich handeln. Lasst uns den 12. Mai 2022, den Tag der Pflegenden, nicht als weiteren Klatsch-, Dank- und Verschiebetag begehen, sondern lasst uns an diesem Tag den Startpunkt setzen für grundlegende Änderungen im Pflegebereich. Die Linke hat zwei Anträge eingereicht, die die grundlegenden Probleme in der Pflege angehen. Ich bitte Sie, beugen Sie sich dem Druck, der uns aus den Kliniken und Pflegeheimen erreicht, der auch heute wieder auf die Straße getragen wird. Lasst uns das ändern. In der Krankenhauspflege geht es um Entlastung. Es gibt ein fertiges Instrument, das nur auf seine Umsetzung wartet. Die Pflegepersonalregelung 2.0. Verpflichtende Regelungen zur Personalbemessung in allen Kliniken. Auch das gilt als Übergangslösung, aber zumindest das muss doch jetzt endlich passieren. Nur so kommen wir zu einer Entlastung, nicht nur zu einer Entlastung, sondern auch zu mehr Pflegekräften. Denn viele würden zurückkehren, viele würden wieder in Vollzeit gehen, wenn der Stress nicht mehr so groß wäre. Erst letzte Woche erschien hierzu eine Studie. Wir müssen uns das lesen alleine reicht nicht für die Verbesserung. Wir müssen uns das vorstellen. Ich war in 4 der 6 Uniklinik-Standorte in NRW, die gegenwärtig für Entlastung streiken. Da geht es nicht um mehr Geld, da geht es einfach nur darum, dass mehr Kolleginnen und Kollegen eingestellt werden. Und dennoch kämpft der Arbeitgeber mit übelsten Methoden, obwohl es absolut notwendig für die Patientensicherheit ist. Ausbildungskräfte werden bedroht, die sich am Streik beteiligen wollen. Kolleginnen, die gerade erst am Anfang stehen, die wir ja dringend brauchen, weil die Fachkräfte fehlen. Glück auf, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. Lasst euch nicht unterkriegen. Wir stehen an eurer Seite, aber nicht nur dem Wort nach, sondern auch der Tat. Lasst uns das bundesweit einführen und ergänzen um die Bereiche, die bislang bei der PPR 2.0 fehlen. In der Langzeitpflege geht es aber tatsächlich um mehr Geld. Daher kämpfen wir um eine Allgemeinverbindlichkeit bei den Tarifverträgen, dafür, dass das möglich wird, was in der letzten Legislatur bereits leider scheiterte, obwohl der politische Wille sogar da war, liebe Kolleginnen und Kollegen. Das Instrument liegt auf dem Tisch, im Arbeitsministerium geschaffen, schaffen wir den Rahmen, um es einsetzen zu können. Und es geht schließlich und endlich auch um eine bessere finanzielle Ausstattung. Während Lauterbach ankündigte, dass die Kassenbeiträge bei den Normalverdienenden ansteigen müssten, sorgen wir dafür, dass alle einzahlen in die Pflege- und Krankenversicherung. Sehr geehrte Damen und Herren, ich komme zum Schluss. Wir schlagen das heute vor, was sich in der Gesellschaft lang durchgesetzt hat und selbst im Koalitionsvertrag Eintrag gefunden hat: eine Entlastung in der Krankenpflege und bessere Bezahlung in der Langzeitpflege. Doch das Gesundheitsministerium, das wissen Sie auch, spielt auf Zeit. Papier ist geduldig, die Beschäftigten sind es nicht mehr. Die Linke greift die Forderungen jetzt auf. Wir freuen uns auf die Debatte und vor allem auf die Umsetzung. Vielen, vielen Dank. Soweit Atış Güpinar. Ja, die Linke fordert ja unter anderem die zeitnahe Einführung des Pflegepersonalregelung, der Pflegepersonalregelung 2.0, die ja laut Ministerium die Umsetzung wird dort aktuell noch geprüft. Andreas Philippi jetzt in seiner ersten Rede für den Deutschen Bundestag, SPD-Fraktion.
Sehr geehrter Herr Präsident, wir beide haben eine gemeinsame persönliche Geschichte, die erzähle ich Ihnen aber hinterher. Nichts Schlimmes, was Angenehmes. Liebe Kolleginnen und Kollegen, und heute sage ich besonders, liebe Pflegende, am heutigen Internationalen Tag der Pflege möchte ich Sie, liebe Pflegende, ganz besonders begrüßen und Ihre Arbeit für andere Menschen und für unsere Gesellschaft würdigen und hier einmal ganz deutlich Danke sagen. Ich freue mich, dass ich als Arzt, der nun auch in der Politik tätig ist, heute in meiner ersten Rede im Deutschen Bundestag die Möglichkeit habe, die Arbeit und die Arbeitsbedingungen von fast 2 Millionen Pflegenden in Deutschland hervorzuheben und hier im Hohen Haus zum Thema zu machen. Der heutige Tag fällt nicht aus Zufall auf den Geburtstag der britischen Krankenschwester Florence Nightingale im Jahre 1820 zurück und erinnert uns alle an die Pionieren der modernen Krankenpflege. Sie sagte, und ich zitiere, Pflege ist eine Kunst. Und wenn sie zur Kunst gemacht werden soll, bedarf es einer ebenso harten Vorbereitung wie für die Arbeit eines Malers oder Bildhauers. Zitat Ende. Damit hat Florence Nightingale Maßstäbe an den Beruf und das Werk der Pflegenden gesetzt, die bis heute gelten bzw. gelten sollten. Denn um diese Kunst erfolgreich auszuüben, bedarf es auch guter Arbeitsbedingungen. Und diese Aufgabe und damit das Erbe von Florence Nightingale ist noch lange nicht erfüllt. Was sich die Pionierin der modernen Krankenpflege damals sicher kaum vorstellen konnte, sind die enormen zusätzlichen Herausforderungen, die auf die Pflegenden heute zukommen und die ich heute einmal kurz nennen möchte. Zur Umsetzung der guten Kunst gehört heute nämlich auch eine sehr anspruchsvolle, fachspezifische Aus- und Weiterbildung sowie enormer zusätzlicher Dokumentationsaufwand neben der eigentlichen Pflege. Meine Damen und Herren Pflegende, und damit meine ich sowohl die professionell Pflegenden als auch die Ehrenamtlichen und die pflegenden Angehörigen, Sie sind wahrlich systemrelevant. Sehr geehrte Damen und Herren, ich war selbst Pflegekraft und sage deshalb selbstkritisch, es kann und darf nicht bei Sonntagsreden bleiben. Deshalb haben wir als SPD schon in der letzten Wahlperiode viele berechtigte Forderungen des Bündnisses Fairer Wettbewerb in der Pflege umgesetzt. Umgesetzt, um eine angemessene Vergütung der Pflegekräfte und der Refinanzierung sicherzustellen. Wir haben im Rahmen der konzertierten Aktion Pflege und im Pflegelöhne-Verbesserungsgesetz politische Weichenstellungen vorgenommen. Der ganzheitliche Ansatz eines allgemein verbindlichen Pflegetarifvertrages ließ sich allerdings nicht in der letzten Wahlperiode komplett umsetzen. Und warum? Da haben die Kollegen von der Linken in ihrem Antrag nicht ganz Unrecht, weil es ein ärgerliches Veto der Arbeitsrechtlichen Kommission der Caritas gegeben hat. Ich vernehme inzwischen auch andere Stimmen aus dem Präsidium des Caritas, sodass wir begründete Hoffnung haben, diesen Weg eines Branchentarifvertrages mit einer Lohnerhöhung für viele Pflegende in dieser Wahlperiode umzusetzen. Zunächst aber verfolgen wir als Ampelkoalition das Zwischenziel aus dem Gesundheitsversorgungsweiterentwicklungsgesetz der vergangenen Wahlperiode, nämlich dass Arbeitgeber in der Pflege ab 1.9.2022 mindestens auf Höhe eines regionalen Tarifvertrages bezahlen müssen, um auch weiterhin im Rahmen der Pflegeversicherung zugelassen zu sein.
Sehr geehrte Damen und Herren, nun sind wir aber in der 20. Wahlperiode und die Pflegenden dürfen berechtigt fragen, was habt ihr darüber hinaus für uns vor? Hier ist der Koalitionsvertrag eindeutig und ambitioniert. Meine Fraktionskollegen werden dies in ihren weiteren Beiträgen noch konkretisieren, aber völlig unumstritten ist, dass wir weitere Verbesserungen bei den Arbeitsbedingungen der Pflegenden umsetzen müssen, dass wir Pflegepersonal durch gute und faire Arbeit halten, zurückgewinnen und neu gewinnen müssen und dass wir uns, um Florence Nightingale würdig zu erweisen, es schaffen müssen, dass man gesund und zufrieden im Beruf der Pflegenden auch gut alt werden kann. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege. Wie kann der Pflegeberuf attraktiver gemacht werden? Das beschäftigt die Abgeordnete ja nun schon eine ganze Weile, denn es gibt auch viele Stellen, die noch immer unbesetzt sind. Diana Stöcker spricht jetzt für die Unionsfraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Heute ist der Internationale Tag der Pflege. Er ist den Menschen gewidmet, die derzeit weltweit in den Pflegeberufen arbeiten und Kranken und Alten helfen. Allen Pflegerinnen und Pflegern ein großes Dankeschön für diesen ihren Dienst am Menschen, für ihren Einsatz Tag für Tag. Ein Einsatz, der viel verlangt, eine hohe fachliche Kompetenz, aber auch soziale Kompetenz, Empathie, Fürsorglichkeit und Zugewandtheit. Wir sind uns sicherlich alle einig, dass wir einen großen Mangel an Fachkräften in der Pflege haben und alles dafür tun müssen und gerade vor dem Hintergrund der demografischen Entwicklung, um sofort mehr Fachkräfte auszubilden bzw. zu gewinnen. Der Antrag der Linken geht dabei jedoch in eine völlig falsche Richtung. Er verdreht, warum in der letzten Legislaturperiode beim Pflegelöhne-Verbesserungsgesetz mit dem grundsätzlich ein für die Pflege allgemein verbindlicher Tarifvertrag in Deutschland möglich gemacht wird, ein Mitspracherecht aufgenommen wurde. Und der Antrag vertritt auch, warum die kirchlichen Träger in den Verhandlungen dem vorgelegten Tarifvertrag nicht zugestimmt haben. Liebe Kolleginnen und Kollegen der Linken, man muss also sehr genau hinschauen und sich kundig machen, bevor man irgendwelche Positionen übernimmt, die keinerlei Hand und Fuß haben. Zunächst zur Regelung der Mitsprache und Zustimmung, das Sie als Vetorecht bezeichnen. Die beiden großen Wohlfahrtsverbände Caritas und Diakonie stellen einen großen Anteil an Pflegeplätzen in Deutschland bereit. Sie haben damit auch eine sehr große Bedeutung in einer für alle gültigen tariftreue Regelung. Und der vorgelegte Tarifvertrag, welcher für alle Träger der Pflegeeinrichtungen gelten sollte und für den die Allgemeinverbindlichkeit beantragt wurde, wurde von einer Minigruppe von Arbeitgebern mit Verdi ausgehandelt. Er war von Anfang an zum Scheitern verurteilt. Denn eine Arbeitgebergruppe, die nur 5% der Pflegeplätze in Deutschland vorhält, kann nur schwerlich einen allgemein verbindlichen Tarifvertrag verhandeln, der der Mehrheit von 95% diktiert, was umgesetzt gehört. Solche Konstrukte würden beim Bundesverfassungsgericht aufgehoben werden. Und was waren die finanziellen Tarifforderungen? Diese lagen, und nun bitte genau zuhören, verehrte Kolleginnen und Kollegen, deutlich unter denen, die die kritisierten kirchlichen Arbeitgeber den Pflegekräften zahlen. Das hätte den Pflegekräften keinen Euro mehr gebracht. Im Gegenteil, es hätte die Gefahr bestanden, dass die Kassen in den Verhandlungen die niedrigen Löhne des neuen Tarifvertrages als Maßstab und mithin zum Normlohn genommen hätten. Und entweder hätten die kirchlichen Träger die Löhne der Pflegekräfte senken müssen, was natürlich niemand möchte, oder diese Träger wären in die Unterfinanzierung geraten, welche zum Beispiel durch kommunale Zuschüsse hätten kompensiert werden müssen.
Kurzum, die kirchlichen Arbeitgeber hatten schon immer eine hohe Tarifbindung und Tariftreue mit sehr gutem Lohnniveau. Sie zahlen auch die Altenpflege auf dem Krankenpflegeniveau und unterscheiden eben nicht zwischen Langzeit- und Krankenhauspflegekraft. Es kann also nicht davon die Rede sein, dass die kirchlichen Wohlfahrtsverbände eine gute Bezahlung in der Pflege verhindern. Das genaue Gegenteil ist der Fall. Das, was Sie heute in Ihrem Antrag fordern, liebe Kolleginnen und Kollegen, führt also nicht dazu, dass der Pflegeberuf attraktiver wird. Er führt auch nicht dazu, dass die Löhne für die Beschäftigten steigen. Denn die Kirchen bilden mit ihrem guten Lohnniveau ein Bollwerk gegen jegliche Nivellierung des Tarifniveaus nach unten. Es wäre im Gegenteil wünschenswert, dass alle Arbeitgeber in der Pflege ihren Beschäftigten dieses Niveau zahlten. Und nach dem Scheitern der Allgemeinverbindlichkeit war es wichtig, dass auf Betreiben von Gesundheitsminister Jens Spahn zum Ende der letzten Wahlperiode ein Gesetz verabschiedet wurde, das den Pflegerinnen und Pflegern im nichtkirchlichen Bereich ab September dieses Jahres mehr Lohnsicherheit bieten wird. Mit dem Gesundheitsversorgungsweiterentwicklungsgesetz wurde nämlich geregelt, dass nur noch Pflegeeinrichtungen zur Versorgung zugelassen werden, die ihre Pflege- und Betreuungskräfte auf Basis eines Tarifvertrages bezahlen. Liebe Kolleginnen und Kollegen von den Linken, ich habe in meinem Wahlkreis mit sehr vielen Einrichtungen und Pflegekräften, sowohl von privaten, kirchlichen als auch kommunalen Trägern, gesprochen, und alle haben mir gesagt, es ist schon lange nicht mehr die Vergütung, die Pflegekräfte von ihrem Beruf abhält und sie in andere Berufsfelder abwandern lässt. Viel, viel wichtiger sind die Arbeitsbedingungen, die verbessert werden müssen. Das zentrale Thema ist mehr Kolleginnen und Kollegen, eine bessere Personalausstattung und verbindliche Personalbemessung in der Pflege, sowohl in der Langzeitpflege als im Krankenhaus. Es geht des Weiteren um Themen wie Zeitdruck in der Pflege, zum Beispiel durch eine überbordende Bürokratisierung. Es geht darum, dass tatsächlich dem Pflegeberuf die Wertschätzung fehlt, indem man den Pflegeberuf überreguliert und ausgebildeten und erfahrenen Fachkräften nicht die Freiheit gibt, das zu tun, was sie gelernt haben, nämlich Menschen kompetent und gut zu pflegen, auf Augenhöhe mit anderen Gesundheitsfachberufen. Und wenn wir das wieder ermöglichen, bin ich mir sicher, werden die Fachkräfte weiter mit großer Freude und Engagement in der Pflege arbeiten. Vielen Dank, Frau Kollegin. Diana Stöcker hat hier noch einmal begründet, warum die Caritas ja im vergangenen Jahr nicht dem allgemeinen Tarifvertrag zugestimmt hat, wie er vorgeschlagen wurde, unter anderem vom Arbeitgeberverband. Herr Präsident, meine Damen und Herren, die heutige Debatte steht ganz im Zeichen des Tags der Pflegenden, in den Familien und der professionell Pflegenden, die nicht erst in der Pandemie, sondern auch davor herausragendes leisten und geleistet haben. Wir alle sind Ihnen nicht nur Dank schuldig, sondern wir sind schuldig weitgehende Reformen, die wir auf den Weg bringen wollen, um trotz steigender Zahlen von Pflegebedürftigen, auf die wir uns einstellen müssen, gute Pflege auch in den nächsten Jahrzehnten sicherstellen zu können. Und dafür ist ganz wesentlich, die Aufwertung der professionellen Pflege, die Weiterentwicklung der Pflegeberufe, natürlich attraktive Arbeitsbedingungen und natürlich auch gute Bezahlung. Das Vetorecht der Kirchen abzuschaffen, wie es die Linke heute fordert, ist rechtlich sehr umstritten. Wir haben uns damit ausführlich befasst und wir haben im Koalitionsvertrag ja schon angekündigt und werden das auch umsetzen, gemeinsam mit den Kirchen hier zu einem gemeinsamen Weg zu kommen. Und dann werden wir auch mit entsprechenden Vorschlägen hier ins Parlament zurückzukommen. Auch die Verbesserung der Arbeitsbedingungen liegt dieser Regierung sehr am Herzen. Und ich möchte hier nur beispielhaft die familienfreundlichen Arbeitszeiten erwähnen. Aber die große Herausforderung, meine Damen und Herren, die große Herausforderung ist, wir brauchen mehr Personal. Wir brauchen mehr Menschen, die bereit sind, in diesen Beruf zu gehen.
Und daher wollen wir die professionelle Fachpflege aufwerten mit neuen Berufsbildern und mit mehr Verantwortung im Gesundheitswesen. Wir wollen die Kommunen, die Gemeinden, Dörfer, Stadtteile in die Lage versetzen, mit dem demografischen Wandel umzugehen und ihn zu meistern. Durch gute Pflege vor Ort, durch die Förderung von Gesundheit, durch die Zusammenarbeit der Gesundheitsberufe in einer Gesundheitsregion. Die neue Qualifikation der Community Health Nurse wird dazu einen wichtigen Beitrag leisten können und neue berufliche Perspektiven auch für Pflegende eröffnen. Hierzu gehört eigenverantwortliches Arbeiten und die Übertragung heilkundlicher Tätigkeiten, wie wir das vorsehen. Und natürlich, meine Damen und Herren, und natürlich brauchen wir eine angemessene Vertretung der Pflege, der professionellen Pflege in den Entscheidungsgremien des deutschen Gesundheitswesens, unter anderem dem gemeinsamen Bundesausschuss. Und deshalb stärken und unterstützen wir den Pflegerat als organisierte Stimme der professionellen Fachpflege im gemeinsamen Bundesausschuss, längst überfällig, hier endlich dafür zu sorgen, dass auch in den Gremien des Bundes, der Entscheidungsgremien in unserem Gesundheitswesen, die Pflege einen angemessenen Platz bekommt, angehört wird und auch mitentscheiden kann, wie gute Pflege für die Zukunft sichergestellt wird. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Frau Kollegin. Soweit Cordula Schulz-Asche hier in der Debatte zu zwei Anträgen von der Linksfraktion, die passend zum Internationalen Tag der Pflegenden heute beraten werden. Nächster Redner ist Martin Sichert für die AfD-Fraktion. Herr Präsident, meine Damen und Herren, die Ausgaben des Bundes für Gesundheitspolitik haben sich in den letzten 3 Jahren verdreifacht. Dabei wird das Gesundheitssystem nicht besser, sondern schlechter. Pharmalobbyisten und einzelne Protagonisten verdienen sich eine goldene Nase und die Patienten bleiben auf der Strecke. Die Gesundheitsversorgung wird immer schlechter, die Krankenversicherung wird hingegen immer teurer. Viele Menschen bekommen keine Termine bei Fachärzten und wenn doch, müssen sie oft monatelang warten. Die ärztliche Versorgung auf dem Land weist bedeutende Lücken auf. In der Pflege fehlen über 30.000 Beschäftigte. Die Ampel macht nichts, um diese Probleme anzugehen. Karl Lauterbach ist kein Gesundheitsminister, denn er tut nichts, um die Gesundheit der Menschen zu stärken. Karl Lauterbach ist ein Krankheitsminister, der ständig neue Horrorzahlen erfindet, um die Menschen krank vor Angst zu machen. Dass die Bundesregierung die echten Probleme im Gesundheitswesen ignoriert, ist eine Katastrophe. Noch katastrophaler sind nur noch die hier vorgelegten Anträge von den Linken. Sie wollen mehr Bürokratie in der Pflege. Dabei ist eines der Hauptprobleme im Pflegebereich, dass sich bereits jetzt jede vierte Pflegekraft mehr als die Hälfte der Arbeitszeit mit Bürokratie beschäftigt. 78% der Pflegekräfte sind zufrieden mit ihrem Job, aber zugleich jammern 90% über zu viel Bürokratie. Wenn wir den Beruf attraktiv machen wollen, dürfen wir nicht neue Bürokratie einführen, so wie Sie das wollen, sondern wir müssen Bürokratie abbauen. Die Pflegekraft ist doch Pflegekraft geworden, weil sie sich um die Menschen kümmern will. Hätte sie einen Job gewollt, in dem sie Formulare ausfüllt, wäre sie stattdessen Schreibkraft geworden. Bauen wir Bürokratie ab, sorgen wir dafür, dass künftig die Berufsbezeichnung stimmt, weil sich die Pflegekraft endlich der Pflege mit aller Kraft widmen kann. Das ist auch im Sinne der Patienten. Wenn Sie meinen, ich hätte hier keine Ahnung, wie Sie hier gerade behaupten, dann sollten Sie sich mal mit den Zahlen, Daten und Fakten beschäftigen und mit den Problemen. Das ist doch das, was wir angehen müssen. Und dass das von jemandem von der Ampel kommt, ist eine absolute Katastrophe. Und es zeigt, wie blind Sie sind für die wahren Probleme, die wir in diesem Land haben. Es gibt noch andere Themen außer Corona. Die Linke beantragt hier auch noch, dass die wertschaffende Bevölkerung noch mehr von ihrem hart verdienten Geld an den Staat abdrückt. Die Linke nennt das gerecht. Ich nenne das staatliche Abzocke. Wir sind doch jetzt schon Weltmeister bei Steuern und Abgaben. Steuern und Abgaben müssen endlich runter, nicht noch weiter hoch. Die Menschen arbeiten, oft sogar in 2 oder 3 Jobs.
Und sie verlieren trotzdem immer mehr Lebensstandard. Die Preise für Lebensmittel, für Sprit und Energie explodieren. Die Mieten haben sich in den letzten 8 Jahren verdoppelt. Gehen Sie doch mal raus, schauen Sie bei einem Autohaus vorbei, was da die Fahrzeuge, die auf dem Hof stehen, inzwischen kosten. Und dann fragen Sie mal den Mechaniker, der da arbeitet, wie lange er arbeiten muss, um so viel Geld beiseite zu legen. Die Lebenshaltungskosten geraten aus dem Ruder, weil der Staat ständig in alle möglichen Märkte eingreift. Manch einer empfindet Schadenfreude darüber, dass Kevin Kühnert wegen Mietpreisbremse und Mietendecke keine Wohnung in Berlin findet. Ich persönlich habe eher Mitleid mit den Millionen Mietern, die unter dieser Politik leiden und nichts dafür können. Sie wollen, wie in diesen Anträgen, mehr Bürokratie, höhere Abgaben, also immer mehr staatliche Eingriffe, die Schaden anrichten. Sie lösen kein einziges Problem, sie schaffen nur immer neue. Ihre Anträge auch heute sind wieder typischer Murks von Marx, den Deutschland sicher nicht braucht. Das ist schade, denn wir bräuchten dringend bessere Arbeitsbedingungen in der Pflege. Hören Sie insbesondere von der Ampel auf, immer nur den Pflegekräften zu danken, sondern sorgen Sie endlich für bessere Arbeitsbedingungen in der Pflege. Die einrichtungsbezogene Impfpflicht gehört sofort aufgehoben. Die Bürokratie muss deutlich reduziert werden und der Beruf muss finanziell attraktiver werden. Das muss endlich angegangen werden. Vielen Dank, Herr Kollege. Martin Sichert von der AfD hat hier Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach deutlich angegriffen. Der ist hier nicht im Plenum. Stattdessen sehen wir jetzt hier auch seinen parlamentarischen Staatssekretär Edgar Franke, Staatssekretär beim Gesundheitsministerium, vertritt hier seinen Chef. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, lassen Sie uns am heutigen Tag der Pflegenden wieder über Pflege reden. Wir hätten uns über konstruktive Vorschläge gefreut von Ihrer Seite, aber das sind wir nicht gewohnt und von daher ist es auch nicht so schlimm. Wir sagen herzlich Danke allen Pflegenden und eigentlich müsste jeden Tag Tag der Pflegenden sein. Aber wir stehen auch in der Pflicht, die Arbeitsbedingungen in der Pflege nachhaltig zu verbessern. Und deshalb haben wir uns als Fortschrittskoalition auf viele Maßnahmen dazu verständigt. Eine davon ist die zügige Einführung der Pflegepersonalregelung 2.0. Denn die derzeit noch bestehenden Personaluntergrenzen sind denkbar ungeeignet. Sie zeigen lediglich, ab wann die Personalbesetzung absolut kritisch wird. Dabei sind die Untergrenzen, wie wir Freien Demokraten immer befürchtet haben, zu Obergrenzen geworden. Was wir wollen, ist eine qualitätsbasierte Personalbemessung. Mit der Abschaffung der Untergrenzen allein ist es deshalb nicht getan. Und auch die PPR 2.0 wird rote Haltelinien umfassen. Diese dürfen aber nicht mehr die Richtschnur für die Personalbemessung sein. Dabei muss klar sein, die PPR 2.0 ist ein lernendes System. Und deshalb ist uns wichtig, dass nicht an den Pflegenden vorbei, sondern mit ihnen geplant wird. Der laufende Prozess muss offen sein für ständige Evaluation und notwendige Anpassungen. Auch die interprofessionelle Zusammenarbeit mit anderen Therapieberufen müssen wir stärken. Denn eine gute Gesundheitsversorgung gelingt nur im Team. Pflegewissenschaft und Pflegemanagement gehören eingebunden. Die Wissenschaft liefert die Erkenntnisse aus der Versorgungs- und Pflegeforschung. Und das ist nicht nur für die Pflegenden relevant, sondern für die Gesellschaft insgesamt, für eine gute und bedarfsgerechte Patientenversorgung. Und natürlich müssen die besonderen Versorgungssituationen auf der Intensivstation und in der Pädiatrie personell anders abgebildet werden. Wir wissen das alles. Wir brauchen da keine Nachhilfe von der Linksfraktion. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen von den Linken, auch die Arbeitsbedingungen in der Langzeitpflege werden wir verbessern. Dieses Problem mit einer Streichung des Vetorechts der Kirchen lösen zu wollen, ist jedoch glatt am Ziel vorbeigeschossen. So zu tun, als seien kirchliche Träger für niedrige Löhne in der Langzeitpflege verantwortlich, ist einfach unredlich. Das Gegenteil ist der Fall. Viele kirchliche Träger orientieren sich bei ihren Entlohnungen ohnehin an den Tarifentwicklungen im öffentlichen Dienst. Alle Lohnerhöhungen werden hier in der Regel übernommen.
An der Stelle machen Sie es sich zu einfach, liebe Linksfraktion. Eines ist klar. Um die Arbeitsbedingungen in der Pflege zu verbessern, braucht es mehr als angemessene Löhne. Auch hier brauchen wir eine kluge Personalbemessung. Die Studie von Professor Rothgang gibt gute Ansätze. Wir brauchen zum Beispiel dort eine hohe Anzahl an Pflegefachassistenten. Doch für deren Ausbildung gibt es aktuell noch keine bundesweit einheitlichen Qualitätsstandards. Deswegen müssen wir das schnell regeln und ebenso wie die Kompetenzen dann in der Langzeitpflege verteilt werden. All diese Fragen zeigen, wie falsch und kurzsichtig es ist, bessere Arbeitsbedingungen in unseren Pflegeeinrichtungen durch diesen Antrag der Linken erreichen zu wollen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, lassen Sie mich abschließend noch einmal zum Tag der Pflegenden zurückkommen. Immer wieder fordern wir mehr Anerkennung und Wertschätzung für die Pflege. Dazu gehört, der schleichenden Deprofessionalisierung des Berufs ein Ende zu setzen. Pflege braucht mehr Professionalisierung, nicht weniger. Es ist ein hochkomplexer Beruf, den Menschen nicht nur ergreifen, um sich um andere Menschen kümmern zu können, sondern weil er anspruchsvoll ist und weil sie diesen Ansprüchen gerecht werden. Und dieser hochkomplexe Beruf braucht eine starke Stimme. Eine starke Stimme in unserer Gesellschaft, eine starke Stimme, die von der Politik gehört wird. Die Pflege gehört in die Entscheidungsgremien. Die Pflege gehört in den GBA, und zwar nicht nur als Stimme, sondern auch mit Stimmrecht. Wer mehr Anerkennung für die Pflege will, kann hier ein Zeichen setzen. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Westlich. Nächste Rednerin ist die Kollegin Bettina Müller, SPD-Fraktion. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, das A und O von guter Pflege ist ausreichendes, ist gut motiviertes und vor allem gut ausgebildetes Personal. Und ein Personalmix, der sich auf die ständig verändernden Pflegesettings auch einstellt. Und die neue generalistisch orientierte Ausbildung macht die Pflegekräfte fit für die Zukunft in der Kranken- und Altenpflege, die ja immer mehr zusammenwächst. Aber diese neue Ausbildung zur Pflegefachfrau und zum Pflegefachmann ist ja erst im Jahr 2020 und da überwiegend im Herbst angelaufen. Der erste Ausbildungsjahrgang befindet sich gerade mitten im zweiten Ausbildungsjahr. Und mit dem Abschluss der dreijährigen Ausbildung Ende 2023 wird diese erste Kohorte dieser neuen Kräfte dann auf den Stationen und in der ambulanten Pflege zum Einsatz kommen, wo sie ja auch dringend gebraucht werden. Und natürlich ruckelt es da bei einer so tiefgreifenden Ausbildungsreform noch hier und da etwas. Nicht jede Pflegeschule, nicht jeder Träger der praktischen Ausbildung findet auf Anhieb einen passenden Kooperationspartner. Und an vielen Stellen gelten noch Übergangsregeln und Öffnungsklauseln der Länder, die ja für diese Umsetzung dieser Pflegeausbildung zuständig ist. Und das ist völlig normal und wird sich schnell einspielen, da bin ich mir sicher. Deshalb brauchen wir auch keine Reform der Reform. Ich wundere mich, dass manche sowas bereits zur Halbzeit der ersten Ausbildungskohorte fordern. Was wir wirklich brauchen, ist doch Vertrauen in das Gelingen und Vertrauen in die Akteure der Pflegeausbildung. Und umgekehrt müssen diese Akteure auch darauf vertrauen können, dass politische Entscheidungen verlässlich sind und Bestand haben. Liebe Kolleginnen und Kollegen, sinnvolle Nachbesserungen am Pflegeberufegesetz wird es aber an zwei Stellen geben. Und das ist zum einen die hochschulische Pflegeausbildung, die ja nicht so recht in die Gänge kommen will. Daher hätte ich mir schon damals gewünscht, dass die Pflegeausbildung, die hochschulische Pflegeausbildung als duales System angelegt wird. Dann gäbe es auch hier eine Ausbildungsvergütung, ohne die man ja kaum jemanden für eine hochschulische Pflegeausbildung gewinnen kann. Aber leider gab es damals massiven Widerstand aus der Union gegen dieses Vorhaben.
Und wir wollen auch eine zweite Änderung einziehen. Und zwar wollen wir es den Reha-Kliniken und Einrichtungen der Eingliederungshilfe ermöglichen, Träger der Pflegeausbildung zu sein und dass wir zusätzliche Ausbildungskapazitäten schaffen und die Nachwuchsgewinnung auch in diesen Bereichen erleichtern. Frau Kollegin, erlauben Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Gürbiner? Nein. Hier wird es darauf ankommen, die Kostenträger in den Ausbildungsfonds auch dann mit einzubinden. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir stärken also die Fachkraftausbildung weiter, verbessern die hochschulische Pflegeausbildung und wir haben uns auch vorgenommen, das ist eben schon zur Sprache gekommen, auf der Ebene darunter die Pflegeassistenzausbildung zu reformieren. Das Rotgang-Gutachten ist schon erwähnt worden, hat ja deutlich aufgezeigt, dass wir in diesem Bereich einen hohen Personalbedarf haben. Wir haben aber, das ist auch angesprochen worden, leider seit vielen Jahren einen Wildwuchs in den Ländern, einen Flickenteppich an unterschiedlichen landesrechtlichen Regelungen. Und deshalb ist eine Vereinheitlichung dieser vielen Ausbildungsvarianten, das Anheben auf ein einheitliches Qualifikationsniveau, längst überfällig. Auch weil wir damit natürlich die Aufstiegsmöglichkeiten von der Hilfs- und Assistenzkraft hin zur Fachkraft bis zum Studium, bis zum Pflegestudium deutlich verbessern und damit auch die Berufsperspektiven attraktiver gestalten. Liebe Kolleginnen und Kollegen, mit diesen Maßnahmen wird es uns gelingen, diesen schönen Beruf, und ich weiß ja, wovon ich spreche, ich komme ja aus der Pflege, für mehr Menschen attraktiv zu machen. Das können Sie sich sparen, waren Sie schon in meinem Krankenhaus? Haben Sie schon mal da gearbeitet? Frau Kollegin, kommen Sie bitte zum Schluss. Okay. Mit diesen Maßnahmen wird es uns gelingen, mehr Menschen für diesen schönen Beruf zu gewinnen. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Bettina Müller von der SPD hat hier noch mal vorgestellt, wie sie sich vorstellt, dass man mehr Menschen für diesen Beruf gewinnen kann. Denn natürlich, es arbeiten zwar schon 1,67 Millionen Menschen in der Pflege, aber aufgrund des demografischen Wandels und der zunehmenden Zahl an Pflegebedürftigen dürften es in Zukunft noch mehr werden müssen. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, uns eint ein gemeinsames Ziel, den Pflegenden in Deutschland mehr Wertschätzung und Anerkennung zuteilwerden zu lassen und die Arbeitsbedingungen in der Pflege zu verbessern. Denn früher oder später sind wir alle mittelbar oder unmittelbar davon betroffen. Wir haben zwar nicht alle Kinder, aber letztendlich alle Eltern. Und spätestens dann werden wir am eigenen Leib spüren, mit welchem hohen Einsatz Pflegekräfte sich um die Bedürftigen kümmern. Ich selbst bin bestens mit der Situation vertraut, da ich direkt aus der Praxis komme. Auch ich weiß selbstverständlich, dass Applaus und Worte des Dankes nur ein kleiner Teil aufrichtiger Wertschätzung sind. Dadurch werden wir aber die Arbeitsbedingungen in der Pflege nicht annähernd verbessern. Und der Pflegebonus führt auch nicht dazu, dass wir irgendeine unbesetzte Stelle besetzt bekommen. Daher, es ist ein ganzheitlicher Blick auf die Pflege notwendig. Und viele Redner haben das auch schon vor mir gesagt. Wir müssen das Thema Pflege neu denken. Und in diesem Zusammenhang kann ich nur sagen, liebe Kolleginnen und Kollegen, die kirchlichen Einrichtungen sind ein unverzichtbarer Bestandteil in unserer Pflegelandschaft. Insofern ist es nur folgerichtig, dass man auch kirchliche geführte Einrichtungen in geplante Veränderungsprozesse mit einbindet. Das gilt es anzuerkennen. Ideologisch motivierte Kritik ist hier völlig unangebracht. Sie wollen mit Ihrem Antrag ein faktisches Vetorecht der kirchlichen Kommission streichen und führen an, dass das Veto der Caritas einen bundesweit allgemeinbindlichen Tarifvertrag für die Langzeitpflege verhindert hat. Diese Kritik ist für mich nicht nachvollziehbar. Faktisch hätte eine Zustimmung der Caritas nämlich bedeutet, dass die eigenen Beschäftigten schlechter gestellt worden wären. Das gehört zur Wahrheit dazu. Und bei den Löhnen und Gehältern, auch das gehört zur Wahrheit dazu, bewegen wir uns auch in der Pflege teilweise mittlerweile in wirklich guten Dimensionen. Auszubildende im ersten Ausbildungsjahr bekommen mittlerweile über 1.000 Euro Ausbildungsvergütung. Das ist gut und das ist richtig.
Es reicht also nicht immer nur nach mehr Geld zu schreien. Wir müssen uns hier an die Rahmenbedingungen und damit an die Arbeitsbedingungen heranwagen. Frau Kollegin, erlauben Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Göpiner aus der Fraktion Die Linke? Nein, jetzt nicht. Und wenn wir jetzt auf das Thema PPR 2.0 schauen, kann ich nur sagen, das Patientenwohl steht uns als Union an erster Stelle. Deswegen ist eine ausreichende Personaldeckung das A und O. In den letzten beiden Wahlperioden haben wir mit dem Krankenhausstrukturgesetz und mit mehreren Pflegepersonalstärkungsgesetzen bereits wirksame Maßnahmen entsprechend auf den Weg gebracht. Und wenn wir uns jetzt diesem Thema widmen, dann müssen wir auch registrieren, dass wir im medizinischen Bereich und besonders im stationären Bereich bereits jetzt eine Überversorgung haben im Vergleich immer zu anderen Ländern. Und das Problem des Pflegenotstandes ist daher auch teilweise hausgemacht und wird durch eine PPR 2.0 nicht gelöst werden. Wir befinden uns heute in einem System, in dem Krankenhäuser alles am Personal, was mit dem Thema Pflege am Bett zu tun hat, refinanziert bekommen. Das war damals ein wirklich guter Ansatz, den die Große Koalition gemeinsam beschlossen hat. Aber es hat sich jedoch herausgestellt, dass dies zum Teil falsche Anreize auslöst. Und das müssen wir wirklich auch selbstkritisch anerkennen. Aber was bedeutet das jetzt für die Praxis? Die Entwicklung geht jetzt dahin, dass ausgegliederte Arbeiten wie Hauswirtschaft mittlerweile von Fachkräften gemacht werden, damit diese refinanziert werden. Fachkräfte wird alles, was am Bett ist, refinanziert. Das müssen wir uns mal gedanklich vor Augen führen. Und wenn ein Krankenhaus zusätzliche Pflegekräfte einstellt, kriegt es natürlich alles refinanziert. Das ist richtig. Nicht richtig ist, das Krankenhaus bekommt auch eine Finanzierung, und zwar unabhängig von den wirklichen Bedarfen. Und auch das gehört zur jetzigen Wahrheit dazu. Es gibt also keine Anreize mehr, im System Personal effizient einzusetzen. Aber da müssen wir wieder hin. Eine Lösung wäre, dass wir wieder DRGs einführen, die den Pflegeaufwand beinhalten, dass wir nicht das Pflegebudget separat vergüten. Und ein weiter wichtiger Ansatz ist die Abschaffung der Fachkraftquote in Pflegeeinrichtungen und Krankenhäusern. Denn auch Pflegehilfskräfte erbringen hervorragende Leistungen. Das muss anerkannt werden. Es gibt mittlerweile genug Regularien und Qualitätskriterien, die eine Erfolgskontrolle möglich machen. Und wir werden natürlich auch in Zukunft jede Menge Pflegepersonal brauchen, wenn wir uns die demografische Entwicklung anschauen. Aber mit Geld alleine werden wir es nicht schaffen. Und hier ist es wichtig, dass wir die Bürokratie abbauen, dass wir die Regulierungen abbauen und dem Pflegepersonal mehr eigenverantwortlich möglich machen. Wir müssen ihm die Luft zum Atmen lassen. Das ist wichtig. Und diese weniger Regularien, die sollten wir uns wirklich als Ziel setzen. Ich danke Ihnen. Die geplante Umsetzung der PPR 2.0 steht zwar im Koalitionsvertrag der Ampel, aber mittlerweile hört man auch aus dem BMG, dass das nicht unbedingt die Lösung ist. Das ist zu begrüßen, und die CDU-CSU wird beide Anträge ablehnen. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin. Soweit die Ankündigung von Simone Burchardt. Allerdings, bevor dieser Antrag abgelehnt werden kann, wird er erst einmal in den entsprechenden Ausschüssen beraten und kommt dann hier wieder ins Plenum. Ricarda Lang jetzt für Bündnis 90 Die Grünen. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen und sehr geehrte Pflegende, die heute hier diese Debatte verfolgen. Ich war vor 2 Tagen zu Besuch in Münster bei einem Streikposten von Verdi dort vor Ort, wo Pflegende für einen Tarifvertrag Entlastung streiken, auf die Straße gehen. Und sie haben dort eine für mich sehr besondere Aktion gemacht. Und zwar haben sie sich dafür entschieden, nicht uns Politikerinnen, die zu Besuch gekommen sind, erst mal reden zu lassen, sondern dass Menschen aus der Pflege, aus verschiedenen Professionen dort an der Klinik uns von ihren Erfahrungen berichtet haben. Und sie haben davon erzählt, warum sie sich für diesen Beruf entschieden haben, warum sie auch immer noch davon überzeugt sind, dass es ein schöner, dass es ein unfassbar wichtiger Beruf ist. Aber sie haben auch von Überforderung gesprochen, von Situationen, wo man Ängste hatte, wo man alleingelassen war, wo die Kollegin gefehlt hat und man alleine für mehrere Patienten zuständig war.
und von Momenten, wo sie das Gefühl hatten, dass sie der Grund, warum sie mal in diesen Beruf gegangen sind, Menschen in Krankheit, im Altern, Würde zu erhalten, dass sie diesem Anspruch nicht mehr gerecht werden können. Und damit haben sie natürlich nicht nur ihre eigenen Geschichten erzählt, sondern sie haben auch die Geschichten ihrer Patientinnen erzählt. Denn das ist, glaube ich, unfassbar wichtig, dass wir immer uns in Erinnerung rufen. Und da bin ich auch solidarisch mit den Menschen, die gerade streiken in der Pflege. Wenn Pflegekräfte streiken, dann tun sie das niemals nur für sich selbst, sondern sie tun es immer auch für ihre Patientinnen. Sie tun es für ein menschenwürdiges Gesundheitssystem und damit tun sie es für uns alle. Und gleichzeitig reicht es natürlich nicht, als Politikerin nur solidarisch zu sein mit Streiks, sondern wir müssen die Rahmenbedingungen schaffen, die es Menschen ermöglichen, dauerhaft in diesem Job zu bleiben. Denn der Beruf ist für viele Menschen nach wie vor attraktiv. Wir haben erst heute wieder Zahlen gesehen, dass im Jahr 2022 mehr Menschen sich für eine Ausbildung in der Pflege entscheiden, als es 2021 der Fall war. Das ist ein gutes Signal. Aber wir sehen auch, dass immer wieder Menschen diesen Beruf nach nur ein paar Jahren verlassen, weil sie mit der Überforderung, weil sie mit der Bearbeitung nicht klar kommen. Und deshalb machen wir uns nach einem großen Stillstand nicht so aufregend, ist nicht gut für den Puls. Nach einem großen Stillstand, den wir in den letzten Jahren erlebt haben, müssen wir jetzt rangehen, diese Rahmenbedingungen zu verbessern. Und das tun wir mit ganz vielen Maßnahmen, die schon genannt wurden. Das tun wir mit familienfreundlichen Arbeitszeiten, damit es für Menschen auch wirklich besser und einfacher wird, in diesem Beruf zu arbeiten. Das tun wir mit einer Anhebung der Löhne, gerade im Bereich der Altenpflege. Das tun wir mit der Professionalisierung dieser Berufe. Und das tun wir selbstverständlich auch, indem wir endlich eine gute Personalbemessung auf den Weg bringen mit der PPR 2.0. Dafür sorgen, dass der Ausnahmezustand nicht die Normalität ist, sondern dass die Normalität eine gute Ausstattung mit Personal ist. Wir freuen uns über den Koalitionsvertrag und über Ihre Zustimmung zum Koalitionsvertrag. Und das ist ja auch sehr schön. Klar ist aber auch, wir schauen auf die Pflege. Aber die Pflege ist immer nur so gut wie das ganze System, in dem sie arbeitet. Und auch das war eine Message, die mir die Menschen noch einmal mitgegeben haben, die dort gestreikt haben. Verbessert unsere Arbeitsbedingungen. Aber denkt auch an die Physiotherapeutin. Denkt an die Menschen, die in verschiedenen Therapieberufen mit uns zusammenarbeiten. Denkt an die Reinigungskräfte in unseren Kliniken. Denkt an die Menschen, die hier als Hilfskräfte arbeiten. All diese Menschen brauchen bessere Arbeitsbedingungen. Denn das Gesundheitssystem wird nicht funktionieren in einem Gegeneinander von Ärzten und Pflegekräften, sondern es wird nur funktionieren, wenn wir all die Professionen in dem unterstützen, was sie können und wenn sie all das mit guten Arbeitsbedingungen tatsächlich ausüben können. Frau Kollegin Lang, erlauben Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Sorge aus der CDU-CSU-Fraktion? Nein, vielen Dank. Das bringt mich zu meinem letzten Punkt. Und der ist der, dass wir sehr gerne und sehr notwendigerweise hier über Probleme in der Pflege sprechen. Und dass es auch wichtig ist, über die Fehler, die in den letzten Jahren gemacht wurden, und über Lösungsansätze. Ich würde mir aber dabei wünschen, dass nicht immer, und das kursiert häufig, über die Pflege gesprochen wird, als ob diese Menschen in einer Opferposition sind. Denn diese Menschen sind keine Opfer, sondern sie sind ganz im Gegenteil. Sie sind Menschen mit einer großen Expertise, mit einem großen Wissen. Und deshalb sollten wir in Zukunft Pflegekräfte auch als genau das behandeln, was sie sind, Experten für die Zukunft unseres Gesundheitssystems. Und in diesem Sinne vielen, vielen Dank. Ricarda Lang war das, ist Mitglied im Familienausschuss und Pflege ist schon eines ihrer Themen, das sie immer wieder angesprochen hat. Und natürlich ist sie auch Parteivorsitzende der Grünen. Nächste Rednerin ist jetzt Christina Baum. Sie ist Mitglied der AfD-Fraktion und auch im Gesundheitsausschuss Mitglied. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die immer schlechteren Arbeitsbedingungen in der Pflege und der daraus entstandene Mangel an Pflegekräften sind ganz sicher keine plötzlich aufgetretenen Probleme. Ihre jahrelange Ignoranz trägt nur jetzt immer deutlichere Früchte. Die Demografie als potenzierender, aber ebenfalls bekannter Faktor kommt hinzu. Und Ihre Praxis der Vergangenheit, sich einfach an Fachkräften aus dem Ausland bedienen zu können, findet ein Ende. Pflegen heißt jedoch nicht nur, kranke oder alte Menschen zu verwalten, sondern sich auch liebevoll um sie zu kümmern.
Gerade dieser soziale Aspekt ist für viele die eigentliche Motivation, diesen Beruf zu erlernen und auszuüben. Die Dokumentationspflicht ist es ganz sicher nicht. Deshalb kann eine Aufwertung der Pflegetätigkeit nur gelingen, wenn wir endlich wieder Gesundheit und Pflege als Daseinsvorsorge und nicht als Ware betrachten und den Pflegern auch den entsprechenden Freiraum geben, Zeit mit den Pflegebedürftigen verbringen zu können. Nur dann wird der Beruf auch wieder attraktiv. Dass es Ihnen allen hier im Parlament, die Linken eingeschlossen, wenig um Wertschätzung oder ein funktionierendes Gesundheitswesen geht, zeigte sich besonders in Ihrem Umgang mit den Pflegekräften in der Corona-Zeit. Ob mit dem Corona-Bonus, bei dem Ungeimpfte ausgeschlossen werden sollen, oder der einrichtungsbezogenen Impfpflicht. Sie haben gezeigt, dass Sie Pfleger als bloße Erfüllungsgehilfen sehen. Unzählige Pflegekräfte werden von Ihnen aktuell regelrecht aussortiert, weil sie nicht geimpft sind. Und das Schlimmste, Sie beharren auf Ihrer Fehlentscheidung, obwohl die Caritas erst gestern sogar von einem drohenden Pflegekollaps warnte. Überlegen Sie schon mal, wie Sie diese Leute, die Sie wie Aussätzige behandelt haben, jemals wieder in unser Gesundheitssystem zurückholen können, denn sie werden dringend gebraucht. Immer mehr Pfleger, unabhängig vom Impfstatus, fordern inzwischen offen den Rücktritt laut von Minister Lauterbach wegen erwiesener Inkompetenz, wie die häufigen, sich teilweise konträr widersprechenden Äußerungen und Anordnungen in immer kürzerer Halbwertszeit zeigen. Vor allem aber fordern Sie Ihren Rücktritt, Herr Lauterbach ist leider nicht anwesend, wegen der von Ihnen betriebenen Spaltung der Pflegekräfte in gute Geimpfte und schlechte Ungeimpfte. Ich schließe mich dieser Forderung uneingeschränkt an. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Dr. Baum. Bevor ich dem Kollegen Professor Ullmann das Wort erteile, eine kleine Anmerkung zur Geschäftsordnung, Herr Kollege Sorge. Nachlesen hilft in diesem Fall auch weiter. Wenn eine Rednerin ihre Zwischenfrage nicht zulässt, rechtfertigt das nicht unmittelbar eine Kurzintervention. Die muss im Übrigen beantragt werden vom IMPGF und ich muss sie genehmigen, was ich nicht getan hätte. Insofern hat sich das schon erübrigt. Herr Kollege Sorge, wenn Sie eine Verständnisfrage an Frau Lang haben, gehen Sie einfach zu ihr. Ich bin sicher, sie wird Ihnen da weiterhelfen. Als Nächster hat das Wort der Kollege Professor Dr. Ullmann. Kurze Erklärung hier von Bundestagsvizepräsident Wolfgang Kubicki und nächster Redner, wie angekündigt, André Ullmann, FDP-Fraktion und gesundheitspolitischer Sprecher seiner Fraktion. Herr Präsident, verehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich hoffe, dass jetzt die nächste Rede ein bisschen mehr Kompetenz zeigt, denn es geht nicht hier um Impfen oder Nicht-Impfen. Wenn eine Partei hier vorne steht und sagt, die Impfen sorgt dafür, dass keine Leute mehr in der Pflege arbeiten, dann frage ich mich, welchen Schuss Sie nicht gehört haben, dass Impfungen hier sehr gut funktionieren. Heute, auch die Sachsen sind kluge Menschen und können aufgeklärt werden. Also Entschuldigung bitte, dass Sie hier da diskriminierend unterwegs sind. Ja? Heute ist, meine Damen und Herren, ein wichtiger Tag, internationaler Tag der Pflege. Und die Probleme in der Pflege sind uns allen bekannt. Wir haben eigentlich gar keinen Erkenntnismangel, denn auch als Arzt, der 35 Jahre lang in der Klinik, in Krankenhäusern gearbeitet hat, sind mir die Probleme in der Pflege nur zu gut bekannt. Auch der Kollege Philippi hat es ja gerade auch erwähnt, wir kommen ja aus der Praxis und die Frustrationen sind uns nur zu gut bekannt, die uns auch übermittelt worden sind. Und auch die Frustration bei uns, bei der Ärzteschaft, ist ja genauso groß, weil wir auch den Pflegenden ja unbedingt helfen wollen. Und es gelingt uns nicht immer. Denn eins ist klar, wir wollen ein Gesundheitssystem, das bedarfsgerecht ist und mit menschlicher Wärme. Und ein Weiter-so kann es natürlich nicht geben. Herr Kollege Professor Ullmann, erlauben Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Sorge. Der hat ja so unheimlich viele auf dem Herzen. Ja, mit Herrn Sorge kann ich gleich noch mal privat sprechen. Die Plenarplanung ist ja heute schon bis nach 1 Uhr. Und lieber Herr Sorge, ich glaube, Sie haben Verständnis für die Kolleginnen und Kollegen hier im Bundestag, dass Sie keine Überstunden machen sollten. Ja, aber das können wir gleich noch mal privat machen. Ich mache jetzt mit meiner Rede weiter, Herr Präsident, und das würde ich gerne machen. Denn welche Ansätze haben wir hier für die Pflege? Wir brauchen mittel- und kurzfristige Lösungsansätze. Wir müssen ein bedarfsgerechtes Personalbemessungsinstrument einsetzen. Dies ist auch übrigens
an die Linke auch orientiert. Man sieht auch, wie wichtig das für die Linke ist, diese Debatte. Es sind nur 4 von den 39 Abgeordneten hier vorhanden. Das scheint nur eine Scheindebatte für die Linke zu sein, dass es für die nicht so wichtig ist, hier auch vollständig bei ihrem Antrag auch dabei zu sein. Aber wir müssen auch sehen. Ich war letzte Woche in NRW. Ah, ja, das ist ja schön. Ja, aber ich mache hier lieber die Arbeit, anstatt zu streiken. Also das ist vielleicht auch noch gar nicht so schlecht. Waren Sie im Krankenhaus? Ich war im Krankenhaus letzte Woche. Wo waren Sie? Ja, aber im Streiken, das ist auch immer gut. Ja, wir müssen mehr ausbilden, liebe Kolleginnen und Kollegen. Auch wir brauchen Fachkräfte aus aller Welt. Doch wir müssen uns auch die Frage stellen, wie gut das klappt in den Altenheimen und in den Krankenhäusern. Können ausländische Pflegekräfte diesen Notstand lindern? Und in dieser Woche hat der Sachverständigenrat Integration und Migration sein Jahresgutachten veröffentlicht. Eine wesentliche Botschaft dieses Gutachtens war, dass Fachkräfte mit Zuwanderungsgeschichte einen unverzichtbaren Beitrag zur Gesundheitsversorgung leisten. Und auch an diese Menschen müssen wir denken und Danke sagen. Und wir müssen erkennen, zur Leidwesen der AfD hier zur Rechten, Deutschland ist ein Einwanderungsland und das ist auch gut so, meine Damen und Herren. Aber damit weiterhin die Attraktivität für Fachkräfte bleiben, sollen bürokratische Hürden bei der Anerkennung von Bildungs- und Berufsabschlüssen aus dem Ausland abgesenkt und vor allem Verfahren beschleunigt werden, wie es übrigens auch im Koalitionsvertrag vereinbart ist. Ja, zusätzlich, und das ist vielleicht einfach mal wichtig, das hier zu wissen, wird vom Bundesagentur für Arbeit und der Deutschen Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, GIZ, seit 2013 das Programm Triple Win setzt sie um. Und sie dient der Anwerbung von ausländischen Pflegekräften. Und hier sind viele Pflegepartnerländer wichtig, hier auch aus Europa und auch aus Asien und aus Afrika. Aber eins muss man hier klar sagen. Das Programm verpflichtet sich nach den Grundsätzen der fairen Migration und den Richtlinien der Weltgesundheitsorganisation. Die Partnerländer müssen mit der Rekrutierung einverstanden sein, sonst sie darf dort selbst nicht zu einem Mangel der Pflegepersonal bestehen. Verehrte Kolleginnen und Kollegen von der Linke, alle 3 Koalitionspartner haben sich in ihrem Bundestagswahlprogramm für eine bedarfsgerechte Personalbemessung ausgesprochen. Sie steht so im Koalitionsvertrag. Sie steht in den Vorhabeplanungen des BMGs für 2022. Wir werden sie gemeinsam mit unserem Gesundheitsminister Lauterbach auch umsetzen. Und ich finde es gut an dieser Stelle, auch die Kritik hier, die geäußert wurde. Ich finde es gut, dass wir einen Bundesgesundheitsminister gibt, der sich nicht nur verbal für die Pflege einsetzt, sondern auch handelt. Er ist Mann aus der Praxis, er kennt die Probleme der Pflegekräfte. Bitte. Und wir werden die Überweisung in den Ausschuss zustimmen. Aber am Ende werden Ihre Anträge natürlich abgelehnt. Herzlichen Dank. André Ullmann war, das wurde hier auch auf die Zeit hingewiesen und das auch noch mal zur Erklärung. Die Bundestagsabgeordneten wollen ja eigentlich darauf achten, dass es nicht so zu langen Nachtsitzungen kommt. Bisher wird der heutige Tag bis nach 1 Uhr nachts dauern nach der aktuellen Tagesordnung. Sehr geehrter Herr Präsident, Entschuldigung, verehrte Kolleginnen und Kollegen, 202 Jahre nach der Geburt der britischen Krankenschwester Florence Nightingale, der Kollege Philippi hat es vorhin gesagt, eine Pionierin der modernen Krankenpflege, jährt sich am heutigen 12. Mai der Tag der Pflegenden. Ein Tag, an dem wir die Arbeit der Menschen würdigen, die Kranke und Alte hingebungsvoll pflegen. Aber, und das sei hier explizit betont, Pflegekräfte leisten nicht nur am heutigen Tag, sondern jeden Tag Großartiges. In einer alternden Gesellschaft wie der unsrigen kennt mittlerweile jede und jeder von uns eine Person im Familien- oder im Freundeskreis, die pflegt oder gepflegt werden muss. Dabei sind die Tätigkeiten der Pflegekräfte sehr unterschiedlich. Sie unterstützen beim Anziehen oder Waschen, beim Essen, sie verabreichen Medikamente, messen den Blutdruck, wechseln Verbände oder leisten intensivmedizinische Betreuung. Im Zuge der Corona-Pandemie und der damit verbundenen Überlastung des Gesundheitssystems waren Pflegekräfte nicht nur einem erhöhten Ansteckungsrisiko, sondern auch erhöhten körperlichen und psychischen Arbeitsdruck ausgesetzt. Die Pandemie hat uns eindringlich vor Augen geführt, was Pflegekräfte in unseren Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen leisten. Sie waren und sind die kritische Infrastruktur, die unser Land am Laufen gehalten hat, und dafür gebührt ihnen Respekt und Anerkennung.
Verehrte Kolleginnen und Kollegen, als Fortschrittskoalition bekennen wir uns zu dieser herausragenden Leistung und beraten zurzeit das Corona-Pflegebonusgesetz für Pflegekräfte. Mit diesem ersten Baustein lösen wir das Versprechen ein, das wir mit dem Koalitionsvertrag gegeben haben, und werden kommende Woche den Pflegebonus mit einem Volumen von 1.000 Millionen Euro abschließend beraten. Dabei werden wir es aber nicht belassen. Wir wollen mehr Fortschritt wagen und mit voller Kraft gute Pflege zu einem integralen Bestandteil unserer Gesundheitspolitik machen. Der angespannten Situation in der Pflege werden wir mit Maßnahmen begegnen, die spürbar die Arbeitsbedingungen verbessern. So wollen wir in der stationären Langzeitpflege die Löhne anheben, um Gehaltslücken zu schließen. Wir wollen den Pflegeberuf attraktiver machen. Ich zitiere aus unserer Koalitionsvereinbarung: mit Steuerbefreiung von Zuschlägen, durch die Abschaffung geteilter Dienste, durch die Einführung trägereigener Springerpools sowie einem Anspruch auf familienfreundliche Arbeitszeiten für Menschen mit betreuungspflichtigen Kindern. Verehrte Kolleginnen und Kollegen, seit meiner Zeit als Arzt am Braunschweiger Klinikum weiß ich, dass gute Pflege Zeit braucht. Zeit, um qualitätsvolle Versorgung und würdevolle Pflege zu gewährleisten. Zeit für die Patientinnen und Patienten. Mehr Zeit kann es allerdings nur mit mehr Pflegepersonal geben. Hierbei sind klar definierte Rahmenbedingungen. Nein, danke. Hierbei sind klar definierte Rahmenbedingungen der Personalbemessung über die Pflegepersonaluntergrenze hinaus essentiell, wenn wir diesem Anspruch gerecht werden wollen. Vor genau diesem Hintergrund werden wir den Flickenteppich unterschiedlicher Personalschlüssel durch ein einheitliches, wissenschaftlich basiertes Personalbemessungsinstrument in allen Pflegebereichen ersetzen. Verehrte Kolleginnen und Kollegen, wir wollen alles daran setzen, den Pflegeberuf attraktiv und zukunftsorientiert zu gestalten und dadurch gute Pflege ermöglichen. Dabei bauen wir auch auf einen konstruktiven Dialog mit der Opposition. Die Instrumentalisierung allerdings des heutigen Tages der Pflegenden mit dem hier vorliegenden Schaufensterantrag stellt allerdings keine Grundlage für einen konstruktiven Dialog dar. Denn Aktionismus und gute Pflege, verehrte Kolleginnen und Kollegen von der Linkspartei, vertragen sich schlichtweg nicht. Unser gemeinsames Ziel ist und bleibt ein nachhaltiges Personalbemessungsinstrument, das den immensen Herausforderungen der Pflege entgegenwirkt. Daher werden wir unseren Fokus auf gute Arbeitsbedingungen und eine exzellente Versorgung legen. Das ist und bleibt unser Anspruch an eine Gesellschaft des Respekts. Und Respekt und Anerkennung haben die Pflegenden nicht nur am heutigen Tag verdient. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege. Christoph Pantazis war das. Nächster Redner ist der Kollege Erich Ilsdorfer, CDU-CSU-Fraktion. Erich Ilsdorfer sitzt im Gesundheitsausschuss für die Unionsfraktion. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich bin wirklich gespannt, ob er die Hand draufreißt. Herr Kollege Ilsdorfer, erlauben Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Sorge, bevor Sie die Rede begonnen haben. So soll man der CDUler das selber sagen. Nein, erlaube ich nicht. Ich möchte in dieser guten Tradition heute bleiben. So, sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich glaube, die Situation ist sehr ernst. Und die Anträge, die wir heute kommen, ich sehe das nicht als Schaufensteranträge. Und ich glaube, es ist grundsätzlich immer gut, wenn wir über Pflege sprechen und wenn die Pflege auf der Tagesordnung steht. Und wir haben heute nicht nur den Internationalen Tag der Pflege, sondern wir haben auch den Internationalen Tag von MECFS, das uns allen, glaube ich, auch sehr wichtig sein sollte. Und lassen Sie mich zunächst einige Worte zu diesen vorliegenden Anträgen richten. Die Kirchen in meinen Augen sind hier nicht das Problem in der Pflege, sondern ein Teil der Lösung. Und ich bin froh, dass sich die Kirchen auch weiterhin bei all ihren Problemen, die sie haben, sich in diesem Bereich einbringen und richtig engagiert dabei sein, egal ob Caritas oder Diakonie. Und der erste Antrag nimmt diejenigen in die Mangel,
die mit die besten Löhne in der Pflege bezahlen und zu den beliebtesten Arbeitgebern auch gehören. Das gehört auch dazu. Die Monatsvergütungen der Beschäftigten in der Altenhilfe sind bereits im Einstieg über den allgemeinen Medianwerten gemäß der Bundesagentur für Arbeit. Auch das sollte man hier nicht verschweigen. Grundproblem sind nicht die kirchlichen Kommissionen oder die Kirche als Arbeitgeber in der Pflege an sich, sondern natürlich das Damoklesschwert der Finanzierbarkeit und dass wir, und das zeigt doch auch die Diskussion, dass wir zu wenig Hände am Bett haben. Das ist das Entscheidende. Wir brauchen hier eine Steigerung der Mengen, weil wir sonst über attraktive Arbeitsbedingungen nicht lamentieren brauchen. Es steht und fällt mit den Menschen, die wir in die Pflege bringen, und das ist das Entscheidende. Ein flächendeckender Tarifvertrag und aktuell prekäre Lage der Pflegeversicherung könnte dazu führen, dass ohnehin höhere Löhne der Kirche nicht refinanziert werden. Und damit würden wir den Beschäftigten und somit auch den Pflegenden mehr schaden, als sie zu unterstützen. Dazu kommt, neben dem Gehalt gibt es viele weitere Stellschrauben, die in den Blick genommen werden können und auch müssen. Die Entlastung der Pflegekräfte durch Entbürokratisierung und auch durch Digitalisierung ist ein Ansatz. Bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf, weitere Akquirierung von Pflegekräften im In- und auch im Ausland, bessere und effektivere Personalplanungen in den Einrichtungen. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, das ist richtig, aber ich muss hier eine sehr kritische Frage auch stellen und ich bin mir sicher, dass das hier die Frage von Tino Sorge auch abdeckt. Pflege findet überall statt. In den Krankenhäusern, in den Pflegeeinrichtungen, in den eigenen vier Wänden, durch die Angehörige, natürlich auch in der ambulanten Pflege, alles, was dazugehört. Aber der Eindruck ist schon auch da, dass hier in unserem Bundesgesundheitsministerium unter der neuen Führung Pflege nicht den Stellenwert hat, den wir eigentlich bräuchten. Das ist der Eindruck, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und deshalb greife ich gerne die Kernaussage des zweiten Antrags auf. Und ich fordere wirklich hier, dass unser Bundesgesundheitsminister hier endlich seiner groß angekündigten Pflegereform Rechnung trägt und endlich auch die Eckpunkte einmal veröffentlicht. Das wäre doch angebracht, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und anstatt sich dem Thema anzunehmen und mit der Öffentlichkeit transparent zu kommunizieren, lassen Sie am heutigen Tag der Pflege, und es wäre ja eine ideale Gelegenheit gewesen, dass man hier die Reformvorschläge auch kommuniziert. Das wäre doch heute genau der richtige Tag. Und ich kann nur sagen, ich habe größten Respekt natürlich vor der Pandemie und was da alles für Aufgaben sind. Vollkommen klar. Dass man hier Kapazitäten auch in Anspruch nehmen muss, ist mir auch vollkommen klar. Aber ich sage schon in aller Deutlichkeit, wir brauchen nicht nur einen Corona-Minister, sondern wir brauchen einen Gesundheits- und Pflegeminister. Das ist doch notwendig, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und das haben wir aktuell nicht. Und ich möchte hier um etwas bitten. Wir brauchen hier neue Wege. Wir brauchen Vorschläge. Und ich frage mich schon, es sind ja viele Ärzte hier vorne am Rednerpult gestanden. Warum reformieren wir diesen Bereich des Medizinstudiums nicht, wo wir nicht sagen, ja, ein Jahr, man startet hier, wenn man einen medizinischen Beruf ergreifen möchte, dass man ein Jahr der Pflege verpflichtend einführt. Und ich glaube, das würde sehr viel bringen, dass junge Ärzte, die hier anfangen, den Beruf zu studieren, dass man mit der Pflege beginnt, weil man dann natürlich auch das Gespür hat, was Pflege leisten kann, was Pflege auch kann, wie wichtig Pflege ist. Und dass, wenn dann die Mediziner in den Krankenhäusern sind, dass das auch das Zusammenspiel, die Menschlichkeit untereinander, dass das natürlich viel bringen würde. Da bin ich mir sicher. Und ich glaube auch, dass wir hier in diesem Bereich natürlich Luft hätten und wir würden auch durch die Menge an neuen Medizinstudenten uns auch ein Stück weit hier mit Sicherheit auch verbessern. Das könnte ich mir gut vorstellen. Für neue Ideen in einem Miteinander sind wir als Union bereit. Und ich bitte Sie, diesen Dialog mit uns zu führen. Herzlichen Dank.
Vielen Dank, Herr Kollege Ilstorfer. Erich Ilstorfer war das für die Unionsfraktion. Und wir merken es in der Debatte, dem gesundheitspolitischen Sprecher der Unionsfraktion, Tino Sorge, dem fällt das wohl doch etwas schwerer, dass er hier von seiner Fraktion keine Redezeit bekommen hat, versucht hier häufiger Zwischenfragen zu stellen und sich so an der Debatte auch aktiv zu beteiligen. Saskia Weishaupt jetzt für Bündnis 90 Die Grünen. Wer an Pflege denkt, hat mittlerweile oft das Bild der erschöpften Burnout-Pflegerin im Kopf. Ich habe mich an diesem Bild immer etwas gestört, aber nicht, weil es die falsche Realität des Arbeitsalltages ist, der PflegerInnen, sondern im Gegenteil. Dieser Beruf bietet doch so viel mehr. Pflege erfordert anspruchsvolles Fachwissen und dessen Anwendung in unzähligen Situationen. Und liebe Kolleginnen, das ist auch Pflege. Unsere alternde Gesellschaft verlangt nicht nur nach mehr Pflegekräften, sondern die Versorgung wird auch immer komplexer. Die steigende Anzahl an multimorbiden und chronisch Erkrankten verlangt den professionell Pflegenden immer mehr ab. Deshalb brauchen wir die Pflegewissenschaften und müssen unser Handeln und nach ihren Erkenntnissen ausrichten, um dem alle gerecht zu werden. Schon 2012, ich habe damals meinen Führerschein gemacht, das ist schon ein paar Jahre her, hat der Wissenschaftsrat bereits eine Quote von etwa 10-20% an akademischen Pflegekräften empfohlen. 10 Jahre später, also heute, sind wir von dieser Zielmarke noch weit entfernt. Und obwohl wir doch dadurch wissen, dass die Komplikationsrate und die Sterblichkeit sinkt. Deshalb ist es für uns als Koalition so wichtig. Wir müssen akademisierte Pflegekräfte mit ihrem Fachwissen und ihrer ganzen Expertise in die pflegerische Versorgungspraxis endlich mit einbeziehen. Und wer sein Pflegestudium erfolgreich abschließt, der soll Bindeglied sein zwischen Theorie und Praxis. Nur so kann die Pflege den hochkomplexen Aufgaben in Zukunft auch wirklich gerecht werden. Und letztendlich ist es doch egal, auch in welchem Berufsfeld wir schauen. Und das ist ganz wichtig. Die Möglichkeit zur fachlichen Weiterentwicklung schafft Zufriedenheit und fördert letztlich den Verbleib in dem Beruf. Und das ist ein Hebel zum Fachkräftemangel in der Pflege tatsächlich. Und nicht irgendwelche Pflegeassistenzberufe jetzt noch auszuweiten. Wir brauchen Fachkräfte in der Pflege. Sie sind besonders wichtig und sie sind die Zukunft. Und deshalb ist es wichtig, dass wir jetzt zusammen mit den Ländern tatsächlich die akademische Pflegeausbildung endlich stärken. Und da müssen wir aber auch selbstkritisch sein. Wir müssen der Pflegewissenschaft mehr Platz in den politischen Diskussionen endlich einräumen. Denn sie haben doch die Antworten auf die dringenden Probleme. Pflegende wollen und sie sollten auch an der Ausgestaltung der Pflege mitentscheiden. Und deshalb habe ich mich besonders gefreut, dass seit Anfang letzten Jahres erstmals eine Pflegewissenschaftlerin im Wissenschaftsrat der Bundesregierung sitzt. Aber ehrlich gesagt, dabei können wir es nicht belassen. Auch mit der GBA-Reform möchten wir der Pflege endlich mehr Verantwortung einräumen. Und ich kann mich da nur Kolleginnen und Vorrednerinnen anschließen. Wir müssen aufhören, immer über die Pflege zu reden. Wir müssen anfangen, mit der Pflege zu reden und das auch tatsächlich endlich setzen. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Weishaupt. Letzter Redner in dieser Debatte ist der Kollege Dirk Heidenblut, SPD-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren, lassen Sie mich eins vorweg sagen, weil der Kollege Ilstorfer angesprochen hat, dass das Ministerium wohl die Pflege nicht ausreichend im Blick hat. Ich bin mir ganz sicher, der Minister und das Ministerium hat das. Und dass heute unter anderem der Minister bei dieser Debatte nicht hier ist, liegt daran, dass der Minister, und ich glaube, das ist auch ganz gut so, wie alle anderen Ministerinnen und Minister auch, nicht festlegt, wann wir im Bundestag welche Debatten zu führen haben. Und dass er heute mit dem Pflegenetzwerk Deutschland denjenigen, um die es geht, Rede und Antwort steht und dort jetzt gerade ist. Und das halte ich durchaus auch für einen vernünftigen Ansatz. Und lassen Sie mich ein zweites vorab sagen. Ich möchte dem Kollegen Dr. Ulmer ganz herzlich danken, dass er die Frage mit den ausländischen Pflegefachkräften richtig gestellt hat, gerade gerückt hat und auch unser äußerst sensibles Vorgehen in der Angelegenheit. Und ich kann nur sagen, mit meinem Menschenbild verträgt es sich nicht, wenn hier davon gesprochen wird, man bediene sich bei ausländischen Pflegekräften. Bei Menschen bedient man sich nicht und natürlich auch nicht bei ausländischen Pflegefachkräften. Das ist das, was hier von der rechten Seite gesagt wurde. Und das ist ein Menschenbild, das ich absolut daneben finde, um das deutlich zu sagen. Ich will aber auch, vielleicht anders als mein Kollege vorhin, eher der linken Fraktion danken dafür, dass sie die Anträge vorgelegt hat, denn die gibt uns die Möglichkeit, am Tag der Pflege ausführlich über Pflege zu reden.
Und ich hoffe, Sie sehen es nach, dass man auch ein bisschen von Ihren Anträgen abweicht. Die waren aber ja durchaus auch Bestandteil vieler Reden. Und mir persönlich gibt es die Möglichkeit, auch noch mal auf eine Gruppe aufmerksam zu machen, die bei diesen beiden Anträgen tatsächlich nicht erfasst ist. Und das liegt auch daran, dass wir dort allerdings eine Personalrichtlinie haben, auch wenn die aus meiner Sicht durchaus verbesserungswürdig ist. Das ist nämlich der Bereich der Pflegekräfte in der Psychiatrie. Überall dort, wo Psychiatrie und Psychosomatik draufsteht, hatten wir mit der Psych-BV schon etwas, was sozusagen eine Grundlage war. Das hätten sich andere lange abgucken können. Und glücklicherweise, nein, nicht glücklicherweise, gezielt ist es uns gelungen, in der letzten Legislatur zu verhindern, dass die Psych-BV ersatzlos ausläuft. Und wir haben sichergestellt, dass es eine Nachfolgeregelung gibt. Ich hätte mir gewünscht, das Ministerium hätte als die Vorlage ein bisschen anders reagiert und ein bisschen deutlicher drauf geguckt, dass man da was verbessern kann. Aber da bin ich guter Hoffnung, dass das beim Ministerium jetzt auch in den Blick kommt. Denn eins ist klar, Personalverordnung alleine reicht nicht. Sie muss auch gut und zielführend sein. Und das für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und für den Bereich. Sie darf nicht am Ende, dadurch, dass sie zu unflexibel ist, zum Beispiel Strukturen gefährden oder zerstören. Und insofern kann ich an dieser Stelle nur noch einmal und für meine Fraktion ausdrücklich klar sagen, wir sind sehr dafür, dass wir in allen Bereichen klare Pflegepersonalordnungen schaffen, dass wir in allen Bereichen auch eine Entlastung durch entsprechende Ordnungen schaffen für die Pflegefachkräfte. Aber natürlich, und da bin ich der Kollegin von den Grünen dankbar, auch für die anderen Mitarbeitenden in der Pflege, die genauso verdient haben, vernünftig behandelt zu werden und die genauso verdient haben, eine ordentliche Personalverordnung zu finden. Und da komme ich noch mal zur Psychiatrie. Da ist bei den Psychotherapeutinnen und Therapeuten durchaus auch noch was zu tun in dieser Pflege, in dieser Ordnung, in der Psychiatrieordnung. Last but not least, meine Zeit läuft ab. Kollege Sorge hat leider keine Zwischenfrage gestellt. Da konnte ich jetzt nichts verlängern. Aber vielleicht kommt es aber beim nächsten Mal. Last but not least will ich eins noch kurz sagen, weil ich aus Nordrhein-Westfalen komme, wie die Kollegin auch, die da in Münster war. Die Mitarbeitenden an den Unikliniken streiken zurzeit, und sie streiken eben gerade nicht für Lohnfragen, sie streiken für einen Entlastungstarifvertrag. Und das ist richtig, und das müssen wir unterstützen. Und ich bin an der Stelle sehr, sehr dankbar, dass Thomas Kutschaty sehr klar gesagt hat, dass er einen solchen Entlastungstarifvertrag unterstützen wird. Und ich gehe davon aus, dass wir in Zukunft da vielleicht auch vom Land dann mehr erleben werden. Vielen Dank. Dirk Heidenblut war das hier als letzter Redner für heute in dieser Debatte zur Pflege. Allerdings wird uns das Thema wohl noch häufiger beschäftigen. Einerseits war der Antrag der Linksfraktion jetzt erst einmal in die Ausschüsse überwiesen, beraten und dann wieder ins Plenum gebracht wird. Und auch andererseits war ja auch von der Ampel zum Beispiel die Pflegepersonalregelung 2.0, die hier auch angesprochen wurde, also die Methode, wie man den Personalbedarf auf einzelnen Stationen der Krankenhäuser ermitteln kann, ja von der Ampel so vereinbart wurde und auch irgendwann dann umgesetzt werden soll. Hier im Bundestag folgen jetzt ein paar Überweisungen im vereinfachten Verfahren. Das heißt, es wird hier ohne Debatte zum Beispiel abgestimmt, und wir wollen diese Zeit nutzen, Ihnen andere Informationen zu geben aus dem Nachrichtengeschehen. Und das macht jetzt mein Kollege im Studio, Hans-Werner Fittkau.